Guten Morgen. Langeweile ist ein Phänomen, was fast jeder schon einmal erlebt hat, aber daraus die richtigen Schlüsse gezogen, das haben nur die wenigsten. Langeweile ist nichts anderes als die Unzufriedenheit mit der aktuellen Situation. Obwohl die Situation nichts Lebensbedrohliches oder Existenzangreifendes beherbergt, fühlt man sich unwohl. Das ist ein ganz klares Zeichen dafür, dass mit diesen Menschen auf irgendeiner Ebene was nicht stimmt, wenn man sich unwohl fühlt und es eigentlich im Endeffekt keinen Grund dafür gibt. Aber mal ehrlich, wie viele der Menschen, die ihr persönlich kennt, sind so bewusst und so intelligent, dass sie in einem Moment der Langeweile erkennen, dass ihre grundsätzliche Lebenseinstellung nicht das ist, was ist, sondern das, was die Menschen denken, was sie ist. Die Lebenseinstellung. Denn Sein ist wertungsfrei und ist im Endeffekt komplett erfüllend. In der Präsenz des Augenblicks, da gibt es keinen Platz für Langeweile. Da ist man, was man ist. Diese Zusammenhänge sind so trivial, aber für den Menschen, der überhaupt keinen Zugang zur Natur hat, nur irgendetwas Spirituelles oder Philosophisches. Und oftmals wissen die Menschen gar nicht, was sich hinter diesen Begriffen wirklich verbirgt. Aber wenn wir dann eben aufgrund des besseren Verständnisses auf der abstrakten bzw. der denkenden Ebene uns jetzt hier mal weiter begeben und die Menschen fragen, die bereits eine Seinserfahrung gemacht haben, und das sind sehr viele, aber die Menschen fragen, die sich auch dessen bewusst sind und dadurch auch erkannt haben, wie sie zu dieser Erfahrung gekommen sind, dann wird keiner antworten: Ja, ich habe mich hingesetzt und habe darüber nachgedacht und dann habe ich mir ja so gedacht, ja, jetzt bin ich im Sein. Sondern wirklich präsent zu sein, im aktuellen Moment zu leben, bedeutet, dass man nicht denkt. Denken ist ein wunderbares Werkzeug, mit dem man allerhand nützliche Dinge machen kann. Aber es ist eben nur ein Werkzeug. Das bist nicht du. Viele denken, dass sie das Denken sind. Auch wenn sie es nicht verbalisieren, aber sie handeln auf Grundlage dieser Überzeugung. Ich bin der Denker. Das ist meiner Meinung nach eine ganz, ganz große Überzeugung. Auch wie gesagt, wenn es nicht verbalisiert wird. Aber wenn Sie die ganzen Menschen der Denker wären, wie kann es dann sein, dass Sie diesen Denker, der Sie sind, beobachten können? Also nochmal, wenn du dein Denken beobachten kannst, was wir alle können, also nicht darüber nachdenken, das geht natürlich auch, sondern einfach bemerken im Sinne von erfühlen, gedankenlos spüren, dass du gerade nachdenkst, ohne die aktuellen Gedanken zu verändern, dann muss es noch irgendetwas geben, was über das Denken hinausgeht, was den Denker beobachtet? Und das ist das Bewusstsein. Aber da will ich heute eigentlich gar nicht rein in die Thematik. Heute geht es um die Langeweile. Die Langeweile ist ein erdachtes Problem. Das ist kein Problem, was wirklich da ist. Die Dominanz des Denkens, also das Werkzeug, was du nutzen kannst, bestimmt über dein Leben. Statt zu sein, denkt man. Und sein kann man nur im aktuellen Augenblick. Man kann nicht in 2 Stunden sein, denn wenn der Zeitpunkt gekommen ist, dann ist ja wieder jetzt. Dann ist wieder der aktuelle Augenblick. Das heißt, es existiert real immer nur das Jetzt. Alles andere ist eine Illusion des Denkens. Das Werkzeug, das für euch konzipiert ist, dafür, dass ihr vielleicht ein paar Probleme löst oder irgendwas reflektiert, also das Werkzeug, das hat euch in der Hand, das bestimmt euer Denken. Und ja, und das hat nicht unbedingt was mit der Lebensweise zu tun. Ein Mensch, der sich als spiritueller bezeichnet und auf der Suche nach der Erkenntnis oder auch auf der Suche nach Erleuchtung ist, der macht sich ganz häufig Gedanken, nach meiner Erfahrung, wie er diese Erleuchtung erreicht, wie er diese oder jene Erkenntnis forcieren kann. Aber diese Menschen suchen dort, wo sie nicht finden werden, in der Zukunft. Du kannst nur erleuchtet, also vom Licht der wahrhaftigen, real existierenden und echten Energie durchflutet werden, wenn du im aktuellen Moment präsent bist und ja, eben einige Umstände zusammentreffen, die noch nicht reproduzierbar analysiert sind, um dann eben erleuchtet zu werden. Denn Präsenz kann man lernen, Erleuchtung nicht. Und wahrscheinlich liegt auch da der Hund begraben, also dass man es nicht mit dem Denken reproduzieren kann. Es ist einfach eine neue geistige Evolutionsstufe, die diejenigen, die lediglich im Denken verweilen, wohl wissend, wie vorhin gezeigt, dass es mehr gibt, ignorieren.
Genau wie ein Kind, was die Hände vors Gesicht hält, wenn es Angst hat und ja, die Realität um sich herum nicht wahrnehmen möchte und stattdessen von einer schöneren Situation träumt oder denkt, sich erdenkt, das ist dann das, wo ganz anders das Kind in Gedanken. Wir Erwachsene, die aufgrund der sich immer weiter fortführenden Übernahme des Denkens über unsere Existenz diese Situation des Kindes nicht mehr aufrechterhalten können, machen aber de facto nichts anderes. Wir erträumen bzw. erdenken uns zwar keine schönere Welt, weil wir ja wissen, dass das unrealistisch ist, aber erdenken uns ganz viele Probleme, unter denen wir leiden. Und ja, die wir dann auch beachten müssen, an was wir denken müssen und so weiter. Dann sind wir realistisch und keine Kinder mehr. So ist das. Das ist die Situation, in der wir leben. Und ich hoffe, ihr hört da schon so ein bisschen raus, dass da irgendwie was nicht stimmt. Geht mal in euch. Wenn ihr jetzt mal im aktuellen Moment, dort wo ihr jetzt genau seid, wirklich fühlt, was ihr wirklich jetzt genau an Problemen habt, dann findet ihr in den meisten Fällen nichts. Denn selbst wenn man mit Schmerzmitteln vollgepumpt im Sterbebett liegt, mit Krebs, hat man aktuell kein Problem. Man hat nur ein Problem, wenn man daran denkt, was man gerne noch machen würde oder dass man in 2 Wochen tot ist. Dann hat man ein Problem. Im aktuellen Moment hat man kein Problem. Man fühlt jetzt keine Schmerzen, man liegt halt einfach nur da. Man hat kein Problem. Das Denken, das führt zu einem Problem. Und glaubt mir, wer wirklich präsent ist, hat so gut wie nie Probleme. Weil eben keine Probleme existieren. Das ist alles nur erdacht und alles nur in der Zukunft. Und aus diesem vermeintlichen Problemlösungsdenken, weil man ja nicht die Zukunft ignorieren kann, da entstehen die größten Probleme dieser Welt. Die Menschen, die sich Gedanken um die Probleme der Welt machen, sind die Menschen, die diese Probleme hervorrufen. Für sich und entsprechend auch für alle Menschen, die damit konfrontiert werden. Die Hungerprobleme in großen Teilen der Welt, die immer noch da sind, die gäbe es nicht, wenn die Menschen nicht an ein Problem in der Zukunft denken würden und arbeiten würden. Ja, für sich selber jetzt, wenn man denkt, okay, da kann ich mir kein Auto mehr leisten oder keine Wohnung, wie sie jetzt ist, und da lege ich lieber mal Geld aufs Konto und spare, ne, und so weiter. Und das ist ja ein Problemdenken quasi, warum man Geld verdient, um präventiven Problemen irgendwie, was dann kommen könnte, Vorsorge, ne? da Geld zu horten, ja, das sorgt dann für alle diese Mechanismen. Das ist der grundsätzliche Baustein unserer Probleme dieser Welt. Eben, dass es gedanklich diese Probleme überhaupt in erster Instanz als Probleme klassifiziert werden. Lieber vordenken und vorsorgen. Das ist genau das, was, ich verweise nochmal auf mein Video oben in der Infobox, was das alles so krank macht. Es gäbe überhaupt keine Probleme auf dieser Welt, keine Probleme, wenn alle Menschen realisieren würden, dass Denken nur ein Werkzeug ist. Aber das Denken an sich wird nie in Frage gestellt. Aber deswegen, ja, sind die Menschen auch frustriert. Ihr Bewusstsein weiß, dass sie nicht nur das Denken sind, weil es ja losgelöst vom Denken existiert. Aber die meisten Menschen schaffen es einfach nicht, ihr Bewusstsein, oder nennen wir es einfach mal Intuition, dem zu vertrauen. Ne? Sie müssen alles durchdenken. Da mein Ratschlag, wenn du wirklich keine Langeweile mehr spüren willst, und das ist ja ein Problem, Langeweile, ne? Und ich spüre schon seit Jahren keinen einzigen Moment der Langeweile mehr, dann realisiere, dass Denken nur ein Werkzeug ist, aber nichts mit der Realität zu tun hat. Versuche zu erlernen, was es bedeutet, präsent zu sein. Wenn ich mir mal die Arbeit machen würde, den kompletten Videokurs zu erstellen, dann wäre genau das Thema. Denn wer das einmal erkannt hat, der kennt keine Probleme mehr, weil sie eben nicht existieren. Alles ist gut, so wie es ist. Der wird zwar immer wieder, genau wie ich, sporadisch vom Denken in problematische Situationen hineingeführt werden und sich auch emotional involvieren lassen, aber der kann dann mit seinem Bewusstsein im Augenblick und der Präsenz wieder diese ganzen Illusionen der Probleme abstreifen. Denn hier geht es um die wirkliche Wahrheit, die nur im Moment liegen kann und nicht darum, sich unter dem Vorwand, die Dinge realistisch zu betrachten und sich der Probleme der Welt zu stellen, diese Probleme selbst erst kreiert. Die Dominanz des Denkens über das Bewusstsein ist das einzige Problem, und daran solltest du arbeiten. Und zwar nicht in der Zukunft, sondern im Jetzt. Macht's gut, euer Christian. Tschüss.